Die Mela 2013 in Mühlen geht's, die 23. Fachausstellung für Landwirtschaft und Ernährung mit 1100 Ausstellern auf riesigen 6 Hektar. Gut 70.000 Besucher werden erwartet. Zur Eröffnung am Donnerstag direkt die Erfolgsmeldung schlechthin. MV hat 2013 das beste Ernteergebnis seit der Wende eingefahren. Die wirtschaftsstärkste Branche im Bundesland zeigt selbstbewusst, was sie kann. Doch Ungemach droht aus dem fernen Brüssel. Also unsere Landwirtschaft ist ganz hervorragend. Wir haben tolle Produkte, tolle Ergebnisse. Das liegt auch daran, dass wir so große Flächen haben, so große Betriebe. Die können besonders gut, besonders effektiv arbeiten. Jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht aus Brüssel die Förderung so ist, dass die kleineren Betriebe bevorzugt werden, sondern wir müssen für unsere Betriebe kämpfen. Das tun wir und ich hoffe mit Erfolg. Die EU-Politik fördert artgerechte Haltung, Artenvielfalt und Umweltschutz. Demnächst jedoch sollen größere Betriebe bis zu 30% weniger dieser Ausgleichszahlungen bekommen. Die Folge für MV? Personalkürzungen, Verkleinerungen und damit auch Entvölkerung des ländlichen Raumes. Nun müssen Lösungen her. Es gibt Ansätze, dass wir 5% abziehen und das für die kleineren Betriebe bereitstellen. Das wäre ein Kompromiss. Wir können auch nochmal darüber nachdenken, ob vielleicht für die kleineren im Bayerischen oder auch im Baden-Württembergischen, ob man da nicht noch ein bisschen mehr an einer Schraube dreht. Aber wenn es auf 30% geht, dann akzeptiere ich das nicht, weil wir dann gut funktionierende Betriebe hier kaputt machen. In jedem Fall wird es für die Landwirte eines bedeuten: sparen. Und hoffen auf Hilfe von der Bundesregierung. Es gibt zwar einen Ansatz vom Bundeslandwirtschaftsministerium, aber keine Einigkeit unter den Bundesländern, weil diese sehr unterschiedlich betroffen wären. Aber wenn ich die andere Strömung sehe, die grünen Halbmondminister vorgeschlagen haben, von Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Niedersachsen und so weiter, dann ist das eindeutig gegen den Osten. Und da werden wir natürlich nicht mitspielen, weil die wollen den Ostbetrieben, egal ob groß oder klein, spielt am Ende keine Rolle, Geld wegnehmen. Das hat zur Folge, dass wir ein Drittel weniger Geld kriegen würden. Und das kann man natürlich nicht akzeptieren, weil am Ende treffen wir uns alle auf den gleichen Markt. Landwirte sind es gewohnt, in gewissem Maße von höheren Mächten abhängig zu sein. Doch hinsichtlich europäischer Förderung und Agrarbundespolitik sollte es im Gegensatz zu Wetterkapriolen möglich sein, klare Ansagen zu bekommen. Darauf hoffen zumindest die Landwirte in MV und damit auf Planungssicherheit für die nächsten, hoffentlich ebenso rekordverdächtigen Ernten.